Hallo, willkommen zu einem neuen Pflanzenvideo. Heute sind wir mal im Garten und ich möchte euch eine Gartenpflanze vorstellen. Und zwar den Kakibaum. Dieser wird auch Diospyros Kaki genannt und dieses bedeutet Götterfrucht. Er gehört zur Familie der Ebenholzgewächse Ebenacea. Oft wird der Kakibaum auch Kakipflaume bezeichnet. In China ist der Kakibaum seit mehr als 2000 Jahren bekannt. Der Kakibaum kann tatsächlich 8 Meter groß werden. Ihr seht schon, unser Exemplar ist deutlich groß. Ich würde sagen, er ist vielleicht nicht 8 Meter hoch, aber vielleicht 6 Meter oder 5 Meter. Aktuell hat er keine Blätter, denn es ist schon Herbst. Im Herbst fallen die Blätter, nachdem sie gelblich werden, ab. Tatsächlich ähneln diese Blätter aber denen von einem Apfelbaum. Es gibt männliche und weibliche Kakibäume, wobei es bei den Wildformen normalerweise zweigeschlechtliche gibt. Diese Bäume sind parthenokarp, das heißt, sie bilden ohne Befruchtung Früchte aus. Die Kakis sind leuchtend orange-gelblich, je nachdem, was ihr für eine Sorte habt. Und sie haben an der Oberseite 4 kleine Blätter. Das könnt ihr vielleicht etwas schwer erkennen. Diese sind normalerweise grün und werden dann bräunlich. Junge Kakibäume sind tatsächlich leicht frostempfindlich. Da müsst ihr also im Winter darauf achten, dass ihr diesen gut schützt oder wenn er noch sehr klein ist, im Winter reinbringt. Ältere Exemplare können allerdings Temperaturen von minus 18 Grad ertragen. Der Boden sollte lehmig und nährstoffreich sein. Er kann auch humusreich sein. Jedoch ist sehr wichtig, dass er eine gute Drainage hat, denn der Kakibaum kann mit Staunässe überhaupt nicht gut umgehen. Der Boden in unserem Dorf ist tatsächlich ein sehr lehmiger Boden und diese Bäume gedeihen hier extrem gut. Am besten wählt ihr einen windgeschützten Standort mit viel Sonne. Ich würde euch empfehlen, den Baum im Frühjahr zu pflanzen, damit er über den Sommer hinweg genügend Zeit hat, um das Wurzelsystem auszubilden. Der Kakibaum muss auch nicht beschnitten werden. Natürlich könnt ihr das machen als Formschnitt oder um den Baum kleiner zu halten. Da könnt ihr dann auch die Wurzeln beschneiden, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr den zum Beispiel dauerhaft in einem Kübel halten wolltet, könnt ihr die zum Beispiel um ein Drittel regelmäßig einkürzen und auch die Äste etwas kürzen, aber es ist eben nicht notwendig, diesen zu beschneiden. Ein großer Kakibaum kann bis zu 100 Kilo Kakis tragen. Diese werden meist Ende Oktober, je nach eurem Klima, aber hier in Georgien Ende Oktober reif. Die Früchte sind dann meist dunkler von der Farbe. Ihr seht hier schon ein sehr dunkles, kräftiges Orange. Und sie sind auf Druck weich und geben etwas nach. In diesem Stadium haben sich die Bitterstoffe schon aufgelöst und die Kakis sind sehr süß und genießbar. Tatsächlich sind Kakis sehr nährstoffreich. Zum Beispiel haben sie einen hohen Anteil an Provitamin A und Vitamin C. In China werden Kakis unter anderem auch in der Medizin verwendet. Und sie können an einem kühlen Ort, zum Beispiel in einem Keller, auf Holzwolle mehrere Wochen lang gelagert werden. Wenn ihr unreife Kakis habt, dann könnt ihr diese zum Beispiel neben Äpfeln und Bananen gemeinsam lagern, denn diese Früchte verströmen das Reifegas Ethylen und lassen die Kakis nachträglich reifen. Wenn man mehrere Kakibäume pflanzt, so sollte der Abstand je nach Sorte zwischen 3 bis 5 Metern liegen. Das Pflanzloch sollte doppelt so breit und tief wie der Wurzelballen sein. Ist der Boden nicht sehr durchlässig, so kann man in das Pflanzloch zum Beispiel groben Kies oder Blähton geben. Ihr könnt auch in dieses Loch Komposterde hinzufügen.
Die Erde in dem Pflanzloch solltet ihr festdrücken, aber nicht zu fest. Wir haben ja schon vorhin gesagt, dass man den Kakibaum auch sehr gut in einem Kübel halten kann. In diesem Fall wird der Baum auch nicht zu groß, da eben der Platz für die Wurzeln begrenzt ist, wenn ihr diese nicht noch zusätzlich schneidet. Habt ihr den Kakibaum in einem Kübel, dann würde ich euch wirklich die Überwinterung in einer Garage empfehlen oder an einem anderen Ort oder Winterquartier, da eben gerade kleinere oder jüngere Bäume doch frostempfindlich sind. Nach dem letzten Frost kann der Kakibaum dann im Frühjahr wieder nach draußen gebracht werden. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass diese Umstellung behutsam erfolgt. Also stellt den Baum nicht direkt in volle Sonne, sondern stellt ihn erstmal in den Schatten oder stellt ihn nur für eine bestimmte Zeit, für ein paar Stunden in Sonnenlicht, aber vermeidet unbedingt die extreme Mittagssonne. Ihr solltet auch darauf achten, dass die Unterschiede von draußen nach drinnen, was die Temperaturen betrifft, nicht zu extrem sind, denn das kann ebenfalls zu einem Schock führen. Kakibäume reagieren tatsächlich sehr empfindlich auf eine Überdüngung, seid da also sehr vorsichtig. Ich würde euch empfehlen, den Kakibaum ausschließlich im Frühjahr zum Beispiel mit Komposterde zu düngen und das wird ausreichend sein. Habt ihr auch einen Kakibaum? Was habt ihr für Erfahrungen damit? Habt ihr den vielleicht tatsächlich im Kübel? Bei uns, wie ihr seht, sind ja verschiedenste Kakibäume draußen. Mich würde das wirklich interessieren, wie ihr das handhabt. Beschneidet ihr euren Baum? Was habt ihr für eine Ernte? Bei uns sind das ja, ich weiß nicht, ob das 100 Kilo sind, aber es sind, würde ich sagen, bestimmt 20 bis 30 Kilo an diesem Baum. Und wir haben ja noch wesentlich mehr. Und diese Bäume sind ja schon etliche Jahre alt. Und ich denke mal, sie bringen jedes Jahr ungefähr die gleiche Menge an Früchten. Ja, ich hoffe, dieses Video war informativ für euch. Lasst mir doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!